An eurem Mini R50, R52, R53 ist die Zylinderkopfdichtung defekt oder sogar eins der Auswerfventile oder mehrere. Dann bleibt dran, heute zeige ich euch Schritt für Schritt, wie wir das alles austauschen. Hallo und willkommen bei Motorkrank. Mein Name ist Michael. Das hier ist mein Mini R50 Cooper. Der hat Zündaussetzungsprobleme, das heißt einen Fehlercode im Steuergerät. Ich habe schon zwei weitere Videos gemacht mit diesem Fahrzeug, könnt ihr euch gerne hier oben anschauen. Das erste Video ging darum, einmal die Zündanlage zu prüfen, ob der Fehler eventuell dort herkommt. Das heißt, dort habe ich einmal alles getauscht, was in Frage kommen würde. Das sind nämlich die Zündkerzen, die Zündkabel und die Zündspule. Im zweiten Video habe ich einen Kompressionstest gemacht an diesem Fahrzeug, könnt ihr euch ebenfalls anschauen, gleich hier oben. Und bei diesem Kompressionstest ist leider rausgekommen, dass mein Zylinder Nummer 4, muss gerade mal gucken, nur 8 Bar Kompression hat, die anderen haben zwischen 14 und 14,5 Bar Kompression. Jetzt kann diese Kompression natürlich von defekten Auslassventilen kommen. Ich habe gelesen, das kann bei diesem Modell vorkommen, ist letzten Endes wahrscheinlich ein Materialfehler und ist auch gar nicht so wild. Dann tauscht man eben alle 8 Auslassventile aus. So, als nächstes muss dann also der gesamte Zylinderkopf einmal runter, damit ich diese Auslassventile austauschen kann. Ich habe mir 8 Auslassventile besorgt. Die werden einmal ausgetauscht und dann werde ich mir auch den Zylinderkopf noch angucken, ob eventuell die Ventilsitze eingeschliffen werden müssen. Das werde ich wahrscheinlich auf jeden Fall tun. Ich hoffe, sie sind nicht so weit in Mitleidenschaft gezogen von den verbrannten Ventilen, die da jetzt gerade drin sind, dass sie nachgeschnitten werden müssen. Genauso muss dann auch geguckt werden, ob der Kopf noch plan ist oder ob wir ihn ja letzten Endes weggeben müssen, einmal planen lassen müssen, bevor wir ihn wieder montieren. Alle Teile, die ihr braucht, um diese Operation hier am Mini R50, 52, 53 zu machen, werde ich euch unten verlinken. Am Mini R53, also dem Cooper S, haben wir natürlich eine andere Ansauganlage dran, ansonsten ist das relativ gleich. Zur Vorbereitung dieser ganzen Operation muss jetzt erstmal ein bisschen was freigeräumt werden, ein bisschen aufgeräumt werden im Motorraum und das Fahrzeug muss auch aufgebockt werden, damit wir dann das Beifahrerrad vorne rechts runternehmen können. Wir müssen da nämlich letzten Endes durch das Radhaus einmal an die Kurbelwelle unten ran. Ich zeige euch das jetzt aber gleich im Detail. Wir gehen Schritt für Schritt vor. Ich versuche euch die Timecodes zu den einzelnen Arbeitsschritten unten in der Description aufzulisten. Ist bei euch nur die Zylinderkopfdichtung defekt, müsst ihr natürlich den Zylinderkopf nicht auf der Werkbank nochmal weiter zerlegen und die Ventile ausbauen. Diesen Arbeitsschritt könnt ihr euch natürlich dann sparen. So, jetzt geht's aber los. So, hier liegen einmal 8 Auslassventile, eine Zange für die Ventilschaftdichtungen, die hier im Komplettsatz, im Kopfdichtungssatz enthalten sind. Da ist dann auch die Kopfdichtung drin, die Dichtung für die Zylinderkopfhaube und alle anderen Dichtungen, die wir jetzt ersetzen müssen. Hier sind die Zylinderkopfschrauben einmal im Satz drin, da brauchen wir auf jeden Fall neue. Da drüben habe ich dann ein Thermostatgehäuse inklusive Thermostat, einen Kettensatz. Hier ist auch nochmal ein Werkzeugset, um die Nockenwelle zu blockieren, um diesen Kettensatz austauschen zu können. Das heißt, wenn wir dann die neue Kette einbauen, muss das Ganze relativ akkurat sein und dafür gibt es auch ein extra Werkzeugset. Ja, Luftfilter und Motoröl verstehen sich von selbst und hier hinten dran ist auch nochmal ein Innenraumfilter, den werde ich ebenfalls ersetzen, wenn ich schon dabei bin. So, zuallererst wird jetzt das Fahrzeug aufgebockt und dann dieses Rad entnommen und dann können wir auch schon den Innenradkasten hier entfernen, um unten an die Kurbelwelle dann ranzukommen. So, das Fahrzeug ist aufgebockt, der Reifen ist entfernt. Wir müssen jetzt hier unten einmal an die Kurbenwellenriemenscheibe ran und dafür müssen diese kleinen Clips hier rausgedreht werden. Das machen wir mit einem Phillips Head, das heißt einfach mit einem Kreuzschraubenzieher einmal hier anlösen. Und dann kann man diese Plastikclips auch rausnehmen. So, das Innenradhaus ist einmal weg. Da unten kommen wir jetzt an die Riemenscheibe ran, um den Motor zu drehen. Ja, und Überraschung, ich glaube, diese Antriebsmanschette hier, die hat es auch hinter sich.
Das sieht so aus, als wäre die undicht bzw. gerissen. Und ja, man sieht es da unten auch schon, einfach alles voll mit dem Fett. So, als nächstes müssen wir hier am Motor etwas Platz machen. Das heißt, die Abdeckung kommt runter, Zündkabel kommen raus, die Zündkerzen kommen raus. Hier auf der anderen Seite kommt einmal dieser Entlüftungsschlauch weg, genauso wie auch hier auf der linken Seite. Und dann kommt die Batterie und der Batteriekasten raus. So, die Zündkerzen sind raus und die Zündspule ist auch schon gelöst. Um die Zündspule jetzt runternehmen zu können, muss hier hinten noch der Anschlussstecker runter. Dafür muss hier oben einmal diese rote Sicherung nach links rausgezogen werden. Dafür nimmt man dann am besten hier einen flachen Schraubenzieher und drückt sie nach links raus. Jetzt steht sie so weit hier links raus, dass entsichert ist. Danach kann dann hinten auf den Clip gedrückt werden und der Anschlussstecker rausgezogen werden. Weiter geht's mit der Batteriebox. Die ist leider bei mir hier defekt. Das heißt, hier die Clips, die hier dran sind, die sind schon abgebrochen. Hält letzten Endes nur über die Dichtung hier oben und liegt ganz locker auf. Die Clips sind letzten Endes hier vorne und hier an der Seite einmal und hier drüben. Dann kann man die Abdeckung abnehmen. Jetzt kommt die Batterie raus. So, hier drüben auf der Seite haben wir einmal den oberen Motorhalter zu entfernen und den unteren. Der untere hängt hier noch mit einem Massekabel direkt an der Karosserie. Und hier oben ist auch noch die Benzinleitung und hier nochmal, ich denke, das ist eine Entlüftungsleitung, die direkt in die Drosselklappe reingeht von unserem Tank. Bevor ich jetzt hier an den Motorhalter gehe, werde ich, wie versprochen, hier oben auch noch diese Entlüftung hier entfernen. Genauso wie auf der anderen Seite ist letzten Endes nur ein Schlauch, der kann abgeklipst werden. Ja, und ganz wichtig, bevor wir jetzt den Motorhalter hier entfernen, werde ich den Motor einmal von unten an der Ölwanne leicht anheben, das heißt wirklich nur den Wagenheber drunter setzen, nicht wirklich den Motor hochheben und die Ölwanne dabei beschädigen, sondern nur untersetzen sozusagen, damit der Motor nicht absackt und ich hier die Motorhalterung abmontieren kann. So, und bevor ich jetzt hier an der Seite weitermache, einmal diese Imbusstöpsel hier rauszuschrauben, den Nockenwellensensor zu entfernen und so weiter, geht es erstmal daran, das Kühlsystem zu entleeren. Warum mache ich das? Wenn ich den Zylinderkopf runternehme, wird relativ viel Kühlwasser mir in die Zylinder reinlaufen oder auch in die Ölbohrungen. Um das zu verhindern, werde ich jetzt erstmal das Kühlwasser ablassen. Ich werde es sowieso tauschen wollen. Habt ihr eine defekte Zylinderkopfdichtung, müsst ihr sowieso das Kühlwasser ersetzen und auch das Kühlsystem spülen, bis dort kein Öl mehr drin ist, als das Symptom bei euch war. Zum Entleeren des Kühlsystems werde ich einmal die Unterbodenverkleidung entfernen, um dann den Schlauch direkt vom Kühler abziehen zu können. Ich habe jetzt hier am Mini nicht sehen können, wo man das Kühlwasser ablassen kann, deswegen werde ich direkt den Schlauch hier vom Kühler entfernen und danach, damit auch wirklich alles rausläuft, hier einmal diesen Deckel am Thermostatgehäuse öffnen, dann hier unten diese Entlüfterschraube öffnen. Ich glaube, hier auf der linken Seite ist ebenfalls nochmal eine Entlüfterschraube, die wird ebenfalls geöffnet und zu guter Letzt auch nochmal der Ausgleichsbehälter. So, hier unten ist jetzt schon der Schlauch ab, man sieht's, da kommt das Kühlwasser raus. Ich habe jetzt übrigens einfach der Einfachheit halber die ganze Frontschürze auch demontiert. Da waren einmal hier oben noch zwei Schrauben dran und hier an der Außenseite. Und dann ist auch die ganze Schürze schon abgekommen. So, mittlerweile ist alles abgelaufen. Da tröpfelt es nur noch ein bisschen sporadisch. Jetzt kommt unten der Schlauch wieder drauf. So, im nächsten Schritt können wir die Ansaugbrücke entfernen. Das machen wir einmal komplett mit Drosselklappe, Einspritzleiste und so weiter. Das heißt, wir haben hier 5 Schrauben zu lösen. Hier unten ist eine, dann haben wir hier oben eine, 3,
4 und 5. So, die Ansaugbrücke ist jetzt losgeschraubt und ich habe sie hier letzten Endes an der Fuel Rail einmal nach hinten gezogen mit diesen Gummizügen, so dass sie einfach hier wegsteht und der Zylinderkopf frei ist. Als nächstes können wir hier an der Seite vom Zylinderkopf hier unten dieses Sensorkabel einmal entfernen, dafür dann hier einmal diese rote Sicherung nach oben ziehen und dann, wenn die Sicherung nach oben gezogen ist, kann man hier oben den Clip runterdrücken und das Sensorkabel entfernen. Hier oben ist das Kabel von der Lambda-Sonde, müssen wir nicht entfernen, kann hier letzten Endes einmal zur Seite genommen werden. Hier unten ist jetzt am Thermostat noch dieser Schlauch zu entfernen und hier oben der Schlauch, der in den Ausgleichsbehälter geht. Dann ist auch das Thermostat frei. So, der Wasserschlauch vom Thermostatgehäuse ist jetzt ab. Hier unten drunter ist noch ein Wasserrohr. Und das ist hier oben einmal befestigt am Zylinderkopf. Diese Schraube muss ebenfalls weg. Ich werde jetzt das Thermostatgehäuse selbst entfernen, damit ich dann freigängig bin, um diesen Kopf abzunehmen. Das Thermostatgehäuse selbst übrigens, das ist jetzt das neue, das ich hier mal hingelegt habe, ist befestigt an diesen drei Verschraubungspunkten. Das Thermostat hier rauszuschrauben ist dann doch einfacher, wenn man den Luftfilterkasten entfernt. Dafür hier letzten Endes nur zwei Schrauben, hier und hier. Und dann kann man den Luftfilterkasten entfernen, einfach noch auf die ganzen Kabel aufpassen, dass man da nirgendwo hängen bleibt. Ich werde jetzt gleich die Abdeckung hier ebenfalls abnehmen, die stört mich jetzt einfach. So, jetzt kommt man auch ganz gut hier oben einmal an diese Schraube und auch hier die Klemme lässt sich jetzt entfernen. Das ist letzten Endes hier auf der anderen Seite des Thermostatgehäuses. Die muss ohnehin runter, kommt man von hier oben schlecht hin. Jetzt mit entferntem Luftfiltergehäuse kommt man da gut ran und dann kann man auch dieses gesamte Thermostatgehäuse hier entfernen. Auf dieser Seite ist der Zylinderkopf also frei, vorne ist er frei. Jetzt müssen wir einmal rüber auf die Beifahrerseite, bevor wir dann hinten zum Abgaskrümmer kommen. So, hier auf der Beifahrerseite haben wir jetzt nur noch den Nockenwellensensor mit dem entsprechenden Stecker. Auch dieser ist wieder mit dem bekannten Sicherungsmechanismus versehen. Einmal hier rausziehen, im Prinzip diese Sicherung, dann hier oben drauf drücken und abnehmen. Den Nockenwellensensor können wir jetzt rausschrauben und dann mal schauen, ob es eventuell an der, ich glaube, die Dichtung vom Nockenwellensensor ist in Ordnung. Es ist dann eher hier oben die Zylinderkopfhaubendichtung, die undicht war. Kommen wir also jetzt hinten zum Abgaskrümmer. Hier am Abgaskrümmer haben wir zweimal hier 13er Schrauben. Die sind für den Hitzeschutz. Okay, der Hitzeschutz ist weg. Ich habe den letzten Endes einfach nur hier runtergeschoben. Den kriege ich nach oben nicht raus. Macht aber auch nichts. Da hinten, da stört er nicht. Jetzt haben wir hier am Krümmer, man sieht es hier eigentlich nicht, 10er Schräubchen. Das ist relativ ungewöhnlich. Hatte ich so jetzt noch nicht. Das sind letzten Endes je Zylinder bzw. je Auslassrohr zwei Schrauben, verdammt lange Schrauben. Jetzt kann ich sie euch gleich zeigen. Hier 10er Schlüsselweite, 8 Stück, alle rausnehmen, dann ist der Krümmer frei. Ja, die Zylinderkopfhaube entfernen wir, indem wir hier diese kleinen, längeren Schrauben entfernen und das sind 12 an der Zahl. Es gibt teilweise hier Stehbolzen, auf denen dann Muttern drauf sitzen. Da braucht man entweder eine extrem lange Nuss, die man hier drüber zieht, oder dann eben mit einem kleinen Gabelschlüssel. Diese Stehbolzen gibt es einmal hier an der Ecke, dann auch noch zweimal hier und dort, sowie hier vorne. So, jetzt im nächsten Schritt, das hätte man auch direkt vorhin schon machen können, als ich hier den Motorhalter entfernt habe, kommt auch dieser Motorhalter hier weg. Der ist von unten einmal durch diesen Längsträger geschraubt mit einer Schraube, die einen Außentorx hat. Und das ist hier die Größe E12.
So, das ist der Bolzen, der von unten hier in diesem Motorhalter sitzt und dann kann er entfernt werden. So, um jetzt hier unten das Steuerkettengehäuse noch aufschrauben zu können, muss leider hier einmal der gesamte Riementrieb runter und das fängt an hier oben an diesem Riemenspanner. Und hier unten das Riemenrad muss ebenfalls weg. Dahinter befindet sich dann ja relativ dreckig das Steuerkettengehäuse und das ist hier der Steuerkettengehäusedeckel, der dann ebenfalls entfernt werden muss. Dreckig ist es deswegen, weil hier nebendran einfach die getriebeseitige Achsmanschette bzw. Antriebswellenmanschette leider defekt ist. Der Riemenspanner ist jetzt entfernt und der Riemen ist auch runter. Jetzt habe ich hier schon mal an der unteren Riemenscheibe den Motor gedreht. Das ist eine 15er Nuss und da muss man relativ lange drehen, bis dann irgendwann mal diese Pfeilmarkierung mit dem farbigen Glied hier übereinstimmt. An der Kette sind unten wiederum nochmal zwei solche farbigen Glieder, die dann unten an der Kurbelwelle auch mit den Markierungen übereinstimmen müssen. Das sehen wir aber erst, wenn wir hier den Gehäusedeckel entfernt haben. Ja, und um den Gehäusedeckel hier abzuschrauben, muss ich erstmal das Riemenrad abziehen. So, zum Fixieren des Nockenwellen-Steuerkettenrads wird jetzt hier oben einmal eine Sicherung aufgesetzt. Das ist diese hier. Die ist im Set enthalten, greift hier in diese zwei Löcher rein und wird dann aufgeschoben, einmal auf dem Kopf aufgelegt und aufgeschoben. Somit ist jetzt das Ganze hier gesichert gegen Verdrehen. Jetzt kann ich hier diese Schraube dann später auch gefahrlos öffnen. So, jetzt wo oben alles gesichert ist, kann hier unten einmal die Zentralschraube runter. Die hatte ich vorher schon angelöst. Geht normalerweise also nicht so einfach. Und jetzt wird hier dieser Schwingungsdämpfer bzw. diese Riemenscheibe entfernt. Die muss man mit einem Abzieher runternehmen. Dafür muss die Schraube wieder rein. Sollte ein Dreipunktabzieher sein, dann passt er auch hier ganz gut unter diese vorstehenden Nippel letzten Endes hier an den Flügeln. So, die Schraube hier ist letzten Endes zu kurz, um hier nochmal anzusetzen mit dem Abzieher. Die Riemenscheibe sitzt immer noch drauf. Das heißt, ich brauche eine längere Schraube. Oben vom Motorhalter gibt es Schrauben, die sind so ungefähr einen Zentimeter länger. Da nehme ich eben die. Die längere Schraube oben vom Motorhalter hat uns also gerettet. Und da ist das Riemenrad bzw. der Schwingungsdämpfer. Schwingungsdämpfer deswegen, weil hier zwischen dem außenliegenden Kranz, auf dem dann der Riemen läuft, und dem innenliegenden eine Gummischicht ist. Diese wird dann diese Schwingungen, die vom Motor entstehen, einmal dämpfen. So, als nächstes kann der Steuerkettengehäusedeckel abmontiert werden und der hat hier von 8 Stück. 8 mit 10er Schlüsselweite. Hier an der Seite kann man auch ein bisschen schon erkennen, da ist eine Schraube, die ist mit einem Torx. Den gleichen Schraubentyp gibt es dann auch nochmal ganz oben direkt neben der Lichtmaschine, etwas verdeckt vom Kabelbaum und eigentlich relativ einfach, alle Schrauben entfernen und einmal den Gehäusedeckel rausnehmen. So, jetzt wo alle Schrauben ab sind, kann auch der Steuerkettengehäusedeckel entfernt werden. Hier leicht abhebeln. Ich habe auf jeden Fall auch schon eine Ölwanne drunter gestellt, denn hier im Steuerkettengehäuse ist natürlich auch etwas Motoröl. So, der Steuerkettengehäusedeckel ist jetzt raus. War dann doch irgendwie eine schwerere Geburt, als ich dachte. Er ist jetzt auch schon gereinigt von beiden Seiten und getrocknet. Was die ganze Sache so schwierig gemacht hat, war hier oben die Wasserpumpe. Da ist nämlich hier das Riemenrad von der Wasserpumpe. Das verdeckt so mit ungefähr einem halben Zentimeter den Steuerkettengehäusedeckel. Normalerweise muss man jetzt hier vorne im Prinzip
alles demontieren, um an die Schrauben der Wasserpumpe ranzukommen. Dann kann man die Wasserpumpe etwas zur Seite nehmen und den Steuergehäusedeckel abnehmen. Ich habe mir das jetzt gespart, war dann doch ein bisschen frickelig, aber es ging. Und zwar so, der Motor ist jetzt unterlagert mit zwei Wagenhebern. Hier oben ist die Stütze natürlich raus, aber auch auf der anderen Seite habe ich hier einmal diesen großen Bolzen rausgenommen. Der Motor ist nicht nur tiefer gekommen, sondern auch nach außen gekippt. Ich habe also hier auf dieser Seite etwas angehoben mit dem Wagenheber und somit hatte ich dann genug Platz, um diesen Steuergehäusedeckel letzten Endes zu entfernen. Das heißt, ich musste ihn so in diese Richtung anwinkeln, dann über die Kurbelwelle drüber ziehen und so rausnehmen. Also normalerweise wird hier vorne alles demontiert, damit man an die Wasserpumpe rankommt. Das habe ich mir jetzt gespart. Um hier unten die Führungen der Steuerkette rausnehmen zu können, die werden nach oben rausgenommen, muss ich dann auch hier diese zwei Abdeckkappen entfernen, das mit einem relativ großen Imbus. Als nächstes geht es zum Kettenspanner. Der wird hier einmal von hinten rausgeschraubt. Der sitzt im Prinzip genau hier. Wenn der Kettenspanner unten raus ist, kann ich hier einmal die Zentralschraube entfernen von der Nockenwelle. Dann kann das Werkzeug auch wieder weg. Und ich kann hier über diese zwei Abdeckungen, die kommen dann raus, da komme ich dann ran an die Schrauben von den Gleitschienen, die hier einmal rechts und einmal links runtergesteckt sind. So, wir sind jetzt hier hinter dem Motor. Hier ist letzten Endes der Steuergehäusedeckel normalerweise drauf. Und gut versteckt ist hier hinten dann diese Schraube. Unter dieser Schraube ist der Steuerkettenspanner. Jetzt sind wir so weit, dass wir den Motor einmal wieder vorerst in seinen Halter hier reinsetzen. Hier gibt es in diesem Werkzeugset einmal den Halter, hier den Motor reinzusetzen. Und hier drüben werde ich ebenfalls gleich wieder meinen hydraulischen Wagenheber betätigen und den Bolzen hier oben einsetzen, dass der Motor einmal wieder festsitzt. So, jetzt ist es endlich soweit. Wir sind kurz davor, den Kopf runterzunehmen. Da ich den Kopf aber hier auf meiner Werkbank nirgendwo einspannen kann, werde ich jetzt als allererstes diese Nockenwelle hier entfernen. Ich muss ja leider hier auch an die Auslassventile dran. Ich denke mal, ausbauen bzw. lösen ist im Prinzip einfach genau andersrum als festziehen. Festziehen wird normalerweise von der Mitte nach außen gemacht und deswegen werde ich das Lösen jetzt von außen nach innen machen. So, jetzt da die Nockenwelle runter ist, kann ich endlich den Zylinderkopf runternehmen. Ich habe jetzt hier innen drin das Öl, was da drin ist, auch schon mal mit einem Pinsel so ein bisschen hier zu diesem Ablaufloch hingepinselt, damit es da nicht zu eine große Sauerei gibt. Sobald die einzelnen Bolzen hier raus sind, dann würde nämlich das ganze Öl hier runterlaufen, direkt in den Block rein, beziehungsweise in die Löcher, in die Schraublöcher dieser Zylinderkopfschrauben. Die Zylinderkopfschrauben werde ich jetzt ebenfalls, wie auch schon hier oben, die Nockenwellenböcke einmal von außen nach innen lösen und ja, das mit einem 15er Aufsatz. Leider habe ich keinen Schlagbohraufsatz in 15, ich hoffe aber, der normale wird es auch tun und nicht springen. Los geht's!
So, hier liegt jetzt einmal die Nockenwelle mit den Nockenwellenlagern hier in der richtigen Reihenfolge und hier die Auslassseite und die Einlassseite einmal abgelegt. So wird das letzten Endes dann genau auch wieder eingebaut. Der Zylinderkopf, da liegt er gleich mal umgedreht. Das restliche Öl läuft jetzt hier unten aus und jetzt können wir anfangen, die Ventile anzuschauen. So, hier einmal Auslassventile bzw. die Ventile auf Zylinder 1, Zylinder 2, 3 und jetzt kommen wir zum fehlerhaften Zylinder. Das ist der, der nur 8 bar Kompression hatte und jetzt muss man genau hingucken. Hier sieht man einen Riss im Ventil und genau an dieser Stelle ging dann im Prinzip die ganze Kompression verloren. Ich versuche mal ein bisschen näher ranzukommen. Da sehen wir den Riss im Ventil. So, ich drehe jetzt mal die Belichtung ein bisschen runter, dann können wir uns den Zylinderkopf hier auch angucken. Sieht von der Oberfläche her hier überall an den Dichtflächen sehr gut aus. Da habe ich auch schon deutlich schlechtere gesehen, beispielsweise hier an den Wasserkanälen. Das war dann sogar ausgefressen nach innen. Warum auch immer, falsches Kühlwasser oder überhaupt keinen Frostschutz, also auch Rostschutz drin. Ich weiß es nicht. Kann im Prinzip gereinigt werden, auf Planheit geprüft werden und muss vielleicht auch gar nicht nochmal abgedreht werden. So, jetzt kommen die Ventile raus. Dafür muss ich hier mit diesem Ventilfederspannerbügel, der setzt hier unten einmal auf dem Ventil selbst an und hier oben auf dem Federteller. Den muss ich jetzt hier runterspannen, dann kann ich die Ventilkeile rausnehmen, hier seitlich, am besten mit einem Magneten. Und wenn ich es dann wieder entspanne, kann ich den Federteller runternehmen, die Feder entnehmen, das Ventil nach unten rausnehmen und oben die Ventilschaftdichtung entfernen. Das mache ich jetzt hier einmal achtmal auf dieser Seite und dann auf der anderen Seite werde ich auch die Ventilschaftdichtungen ersetzen. Da bleiben die Ventile aber an ihren Plätzen. Die werde ich dann gleich noch markieren mit der Position, an der sie jeweils waren. Ich habe jetzt gerade mal die Ventilsitze angeguckt und das ist jetzt speziell hier bei diesem hier zum Beispiel. Die Ventilsitze sehen soweit ganz gut aus. Man sieht es jetzt hier im zentralen Bereich ungefähr hier. Da ist der Ventilsitz nur etwas, naja, sagen wir mal, dunkel verfärbt. Das ist genau die Stelle, wo das Ventil dann auch hier den Druck abgelassen hat. Ich denke aber, dass ich beim Einschleifen der Ventile das auch wegbekomme. Das ist jetzt nicht irgendwie rau oder irgendwie ja, verändert von der Oberfläche, letzten Endes nur eingebranntes. Als nächstes werde ich hier die Einlassventile durchnummerieren. Bei den Auslassventilen war es egal, die fliegen eh in den Müll. Die Ventile sollten dann aber auch genau da wieder reinkommen, wo sie gerade drin waren. Die werden jetzt einmal rausgenommen, dann werden die Ventilsitze etwas vorgereinigt und auch die Ventile etwas gereinigt und dann werden die Ventile hier eingeschliffen, genau wie die Auslassventile. Ja, und zum Ventile einschleifen habe ich letztes Jahr schon ein Video gemacht. Dafür nehme ich hier die Paste, die hat einmal eine Vorschleif- und eine Feinschleifpaste bzw. Nachschleifpaste, das ist zweigeteilt und dann wird das Ganze hier mit diesen Saugnäpfen festgehalten und die Ventile gedreht. Ihr seht es gleich in der Timelapse. Wenn ihr wissen wollt, wie man Ventile einschleift, dann verlinke ich euch jetzt hier ein Video. So, ich habe jetzt hier ohne die Kamera schon einiges gereinigt. Der Kopf hat einmal gebadet, ist sozusagen jetzt ja porentief rein. Es ist wirklich hier alles einmal sauber. Warum? Ich habe ja hier mit dieser Schleifpaste gearbeitet, um die Ventile einzuschleifen. Und da geht natürlich auch gern mal irgendwo irgendetwas irgendwo hin, wo es nicht hin soll. Und
um hier wirklich sicher zu gehen, dass ich keine Schleifpaste mehr hier irgendwo an den Ventilsitzen habe oder hier oben in den Ventilschaftführungen, habe ich diesen ganzen Kopf einmal gut gereinigt. Auch die Dichtflächen sind schon vorbereitet, die sind gereinigt, die Dichtung ist runtergekratzt und hier jeweils die Dichtfläche nochmal abgezogen mit ganz feinem, ja, ich glaube, das war ein 400er Schleifpapier. Einmal Abgasseite, Ansaugseite und auch hier unten. Durchnummeriert habe ich auch. Hier ist Zylinder 1 und hier kommt das 8. Ventil hin. Also ich fange mit den Ventilen jeweils hier so an. So, die Ventile sind jetzt alles schon mal gereinigt. Ich habe dafür einfach Babypflegetücher genommen, Öltücher, ganz gut. Dann sind die schon mal ein bisschen vorgeölt. Ich habe hier auch jeweils die ganzen, Ventilschäfte einmal gereinigt mit Pfeifenreiniger. Das sind im Prinzip zwei Stück, die zusammengebunden sind. Keine Angst, so dreckig waren die Schäfte nicht. Nachdem ich die Schäfte jeweils einmal durchgeputzt habe, dass da auch ja keine Rückstände mehr drin sind von der Schleifpaste, habe ich dann danach hier oben einmal die Verschraubungen von den Nockenwellenböcken sauber gemacht. Da war noch ein bisschen Öl bzw. Öl-Wasser-Gemisch drin vom Reinigen. So, und als nächstes geht es jetzt dazu, die Ventilschaftdichtungen einzusetzen. Das müssen wir aber gleichzeitig mit den Ventilen tun. Da gibt es nämlich hier einmal so kleine Schutzkappen, die kann man dann über das Ventil stecken. Ich nehme gerade mal das passende Ventil, das ist hier die Nummer 8 von den Einlassventilen und da kommt dieses Käppchen hier auf das Ventil und wird mit dem Käppchen dann erst durch die Ventilschaftdichtung durchgesteckt. Dann kann man das Ventil weiter hochziehen und dieses Käppchen wieder entnehmen und die Ventilschaftdichtung auftreiben. Ich werde es jetzt in Echtzeit nur hier an diesem einen Ventil mal zeigen und den Rest seht ihr dann in der Timelapse. Genau das gleiche Vorgehen ist dann hier auf der Auslassseite. Also zuerst das Ventil einsetzen. Danach das Käppchen aufsetzen. Die Ventilschaftdichtung drüber ziehen. Jetzt kann das Käppchen auch wieder runter. Das Ventil hält. Genau diese Ventilschaftdichtungen haben einen passenden Durchmesser für eine 17er Nuss. Ich habe jetzt hier eine 17er Langnuss genommen und mit dieser Nuss kann man dann diesen Ventilschaft runtertreiben. Ich habe diese Ventilschaftdichtung jetzt schon mit Öl beträufelt von innen. Sollte man machen, dann lässt sich das leichter montieren. Und jetzt muss man laut Theorie eigentlich nur noch hier oben einmal kräftig drauf oder mehrfach kräftig draufschlagen, um die Ventilschaftdichtung bis unten, also wirklich bis Press unten auf das Metall aufliegend runterzudrücken. Man hört es dann auch in dem Moment, wenn es angekommen ist unten, dann macht es nämlich keinen dunklen Plonk mehr, sondern man hört dann auch das Metall. Genau, und dann ist es bis unten angekommen. Ventilschaft ist jetzt hier gesetzt. Ventil hält auch ganz gut. Als nächstes kommt die entsprechende, schon zur Seite gelegte Feder für genau dieses Ventil. Die bitte auch immer jeweils so zur Seite legen, dass ihr exakt die wieder erwischt. Genauso wie mit den Ventilspannkeilen, die hier oben reinkommen. Die habe ich auch jeweils zum Ventil bzw. zur passenden Feder und zum Federteller sortiert abgelegt. Jetzt kommt die Nummer mit dem Ventilspanner. Der ist, glaube ich, noch für die Auslassseite eingestellt. Also von der Länge immer gut anpassen. Unten am Ventil anlegen. So, von der Spanntiefe sollte das jetzt reichen. Jetzt wird hier einmal nach unten gespannt, so dass oben die Nuten, in denen dann die Keile sitzen, frei sind, sollte reichen. Jetzt kommen die Keile rein. Einmal auf der einen Seite, den schiebe ich jetzt einfach auf die gegenüberliegende. Und kann den nächsten einsetzen.
Wenn die Ventilkeile dann sitzen, kann man hier vorsichtig wieder entspannen. Schauen, dass die Ventilkeile auch wirklich in der richtigen Position sitzen. Das Ganze schön symmetrisch wieder hochkommt. Dann nochmal kontrollieren, dass hier kein Ventilkeil eventuell nach unten gerutscht ist oder eine Nut nach oben gerutscht ist, dass sie wirklich auf der gleichen Höhe in der letzten Nut drin sitzen und man hier keine Nuten mehr sieht, dann ist dieses Ventil fertig. So, jetzt sind alle Ventile wieder eingebaut. Wir können jetzt als nächstes die Nockenwelle wieder aufsetzen und die Kipphebelwellen. Den Zylinderkopf habe ich jetzt hier einmal runtergeschraubt auf diese Latte an dieser Seite und die Latte hier an der Werkbank befestigt. Hier drüben werde ich dann mit meinem Körper etwas gegendrücken und nochmal ein Holz drunter legen. Dann wird sich dieser ganze Zylinderkopf, wenn ich hier oben dann mit 30 Newtonmeter festziehe, auch nicht verschieben. Bevor jetzt die Nockenwelle hier eingesetzt wird, werden hier die Lagersitze einmal noch mit frischem Motoröl benetzt. Als nächstes können hier die Nockenwellenlager aufgesetzt werden. Die sind durchnummeriert und zwar hier an dieser Stelle. Das ist die Nummer 1 an Zylinder 1. Nummer 2, drei, vier und fünf. So, jetzt können die Kipphebelwellen aufgesetzt werden. Hier müssen die Kipphebel jeweils angehoben werden, damit die Hydrostößel dann auch oben auf den Ventilen aufliegen. So. Jetzt können die Schrauben aufgesetzt werden. Ich ziehe die Schrauben hier jeweils mit der Hand einmal an, dass sie im Gewinde fassen. So, die sind jetzt alle einmal im Gewinde drin. Anzugsreihenfolge ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das mache ich jetzt aber nicht direkt einmal komplett runtergeschraubt, sondern einmal nur ganz vorsichtig anlegen. Da stelle ich meinen Schrauber mal ganz sanft ein und einmal vorsichtig anlegen, damit sich alles runterdrückt. Letzten Endes gehen ja hier auch teilweise die Kipphebel direkt auf die Ventile und drücken die Ventile runter. Und erst dann werde ich das Ganze mit dem Drehmomentschlüssel mit den 30 Newtonmetern festschrauben. So, das war jetzt in mehreren Gängen. Und jetzt kann ich mit den eingestellten 30 Newtonmetern hier final festdrehen. So, einmal rundum mit 30 Newtonmetern festgemacht. Ich werde jetzt hier jeweils die Rollen nochmal leicht benetzen, dass dann beim ersten Anlassen die Nockenwelle auch direkt Schmierung hat. So,
So, die Nockenwelle habe ich jetzt dann auch schon mal mit diesem, ja, relativ großen Schlüssel hier so eingestellt, dass diese zwei Flächen hier senkrecht stehen. Das ist dann auch so ungefähr die Stellung, die wir brauchen, um dann später mit diesem Haltewerkzeug hier in diese Löcher reinzukommen, um die Nockenwelle festzuhalten und dann hier diese Zentralschraube mit, ich glaube, 102 Newtonmeter, ich werde es nachher nochmal sagen, dann festzuziehen. Also, das habe ich jetzt einmal schon eingestellt, damit das dann eben nachher am Auto nicht gemacht werden muss. Und soweit ist dann hier der gesamte Zylinderkopf schon fertig. So, zurück zum Fahrzeug. Als ich die Dichtflächen am Kopf gereinigt habe, habe ich ebenfalls die Dichtflächen hier am Block schon gereinigt. Auch teilweise einfach in den Zylindern den gröbsten Schmutz schon mal rausgenommen. Geht mit, ja, Kriechöl ganz gut und dann ein bisschen Reiben bzw. eine Messingbürste. Dann geht das auch alles weg. Hier oben ist auch schon die Dichtung entfernt. Der Block ist dann schon ein bisschen, ja, wie auch der Kopf mit einem feinen Sandpapier und einem relativ geraden Stück Holz einmal abgezogen und das gleiche ist hier am Krümmer passiert. So, und hier auf der anderen Seite an der Ansaugbrücke müssen jetzt diese kleinen Gummidichtungen hier überall entfernt werden und dann werde ich hier auch neue Dichtungen direkt von unserem Kopfdichtsatz einsetzen können. Die sollten sich eigentlich relativ gut hier rausziehen können. Genau. Und dann kommen hier frische Dichtungen rein. Dann ist das hier schon mal vorbereitet. So, die Zylinderkopfdichtung ist aufgelegt. Die Zylinderkopfdichtung hat hier in dem Bereich nach vorne engere Öffnungen als hinten. War bei der originalen genauso. Letzten Endes gibt es hier auch eine Beschriftung. Hier einmal vom Hersteller, dass das oben ist und eben nicht andersrum. Ansonsten ist sie komplett symmetrisch. Alle Löcher von den Zylinderkopfschrauben sind gereinigt, das heißt, da ist kein Dreck drin, da ist kein Kühlwasser drin, da ist kein Öl drin. Unbedingt darauf achten, alle Löcher vorher entweder ausblasen oder letzten Endes mit Pfeifenreiniger, mit Tüchern, wie auch immer, vorreinigen. Bevor jetzt hier der Zylinderkopf wieder drauf kommt, habe ich hier auf jeden Fall schon die Dichtungen von der Ansaugbrücke drauf. Ja, jetzt muss ich kurz überlegen. Aber ich glaube, es ist soweit, ich kann den Zylinderkopf rüberholen und aufsetzen. Hier oben sind zwei Passhülsen drin, die sieht man jetzt kaum. Ja, genau, auf jeden Fall die Zylinderkopfdichtung hier über diese Passhülsen drüber pressen und gucken, dass die sich auch nicht irgendwie nochmal nach oben löst. Ja, dann hole ich mal den Zylinderkopf. Bevor ich die Dichtung aufgelegt habe, habe ich übrigens einmal mit Bremsenreiniger die Dichtflächen gereinigt, hier unten an der Unterseite des Zylinderkopfes und natürlich auch die Dichtungen direkt hier auf dem Block. So, der Zylinderkopf sitzt jetzt auf den beiden Passhülsen hier vorne und hier hinten. Alles gut, als nächstes kommen die Zylinderkopfschrauben. So, das ist der Zylinderkopfschraubensatz, natürlich neue Zylinderkopfschrauben und wiederverwendet werden hier diese zwei M8, die sind hier vorne im Steuergehäuse. Hier an diesen Stellen. Die haben übrigens auch ein anderes Drehmoment. Darauf komme ich aber gleich. Wir müssen jetzt die Zylinderkopfschrauben alle einmal einölen. Das heißt, hier kommt einmal Kriechöl drauf. Die werden nämlich im eingeölten Zustand verschraubt und nicht trocken. So, die Zylinderkopfschrauben, die 10, die hier oben drauf sind, mit einem 15er Kopf, werden im ersten Gang mit 20 Newtonmetern festgezogen, im zweiten mit 40 und dann nochmal um 90 Grad angezogen. Hier vorne die M8 werden einfach nur auf 28 Newtonmeter angezogen und das ist eine 13er Nuss. Von der Reihenfolge her gibt es jetzt hier in dem Set auch ja, ein schönes kleines Papier, steht aber auch letzten Endes im Newtis oder auch in den verschiedenen Handbüchern. Ich gehe kurz mal durch die Reihenfolge von der Mitte 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und dann erst hier die M8er 11, 12. So, ich habe jetzt gerade mal das Kettenkit ausgepackt, weil ich hier eigentlich gerade die Dichtung für den Steuergehäusedeckel aufsetzen wollte. Und dabei habe ich Folgendes entdeckt. Die Kette, die dabei ist, ist nicht markiert wie die originale Kette. Gut, soweit kein Beinbruch. Zum Einbau reicht's. Da kann ich letzten Endes die Kettenglieder markieren. Und das mache ich, indem ich hier einmal die Kette an genau diesen Stellen reinige mit Bremsenreiniger, weil sie sicherlich vorgeölt ist. Dann lege ich die Ketten exakt nebeneinander und markiere mir genau die Glieder, die dann nachher übereinstimmen müssen. Ich hoffe, das war der einzige Nachteil dieses Kettenkits. Aber nein, ich sehe schon den nächsten. Hier ist zwar so eine schöne, ja, Paste dabei, um die Kette selbst und auch die Führungen hier einmal einzuschmieren und schon mal vorzuschmieren. Der Kettenspanner ist natürlich dabei bei diesem Kit. Es ist auch die umlaufende Dichtung dabei für den Steuergehäusedeckel und es ist auch der Simmering hier vorne dabei. Was aber fehlt, oh Mann. Was aber leider fehlt, sind hier diese Dichtungen für die Ölpumpe. So, ich habe die zwei Dichtungen direkt bei Mini besorgt. Kosten nicht viel, zusammen 12 Euro. Sind letzten Endes, habe ich nachgelesen, einfach bei keinem der Kettenkits irgendwie dabei. Jetzt geht es endlich ans Komplettieren. Die alte Kette, die nehme ich jetzt mal hier weg. Nicht, dass ich die aus Versehen wieder einbaue. Ja, klingt doof, aber mir sind schon ganz andere Sachen passiert. Zum Beispiel mit einem Zahnriemen. So, die Kette haben wir markiert, die lege ich jetzt mal zur Seite. Wir haben jetzt hier an diesem Kettengehäuse einmal die große Dichtung und einmal die kleine Dichtung einzusetzen. Hier für die Ölpumpe. Wird letzten Endes hier nur reingepresst. Als nächstes muss hier erstmal dieser Wellendichtring rausgenommen werden. So, nun kann hier die Dichtlippe eingesetzt werden. Die ist schon vorgeformt, wie man sieht. Hier einfach darauf achten, dass es einfach richtig rum drauf ist. Und dann wird die hier eingesetzt. Und dabei einfach darauf achten, dass wir hier keine Verdrehungen haben in dieser Dichtlippe. Dass die Dichtlippe schön gerade ist. So, jetzt ist der Gehäusedeckel fertig. Als nächstes geht's ans Fahrzeug, die Kette aufsetzen. So, zurück am Fahrzeug. Das Nockenwellenrad ist hier jetzt noch nicht drauf. Hier unten müssen wir nämlich jetzt als erstes die Steuerkette aufsetzen. Und das machen wir einfach genau, wie es markiert ist an diesen Stellen. Einmal die Steuerkette hier unten draufsetzen. Dann werde ich hier oben die Steuerkette durchziehen und dann die Steuerkette einmal nach oben spannen, so gut es erstmal geht, damit sie sich unten nicht löst. Und dann hier oben vorsichtig das Nockenwellenrad in die Steuerkette reinsetzen und das Nockenwellenrad aufsetzen. So, hier unten sitzt die Kette jetzt schon an den zwei markierten Kettengliedern auf der korrekten Stelle. So, bevor wir jetzt hier oben das Nockenwellenrad einsetzen können mit der Kette, werden hier erstmal die Führungsschienen eingesetzt. Dafür nehme ich jetzt hier einmal diese beiliegende Paste beim Steuerkettenset und werde die Führungsschiene einmal vorschmieren. Das hier ist die linke Führungsschiene und auf der rechten, die heißt dann Spannschiene. Wird bis unten reingeführt, unten aufgesetzt. Danach dann hier mit der 10er Schraube, die dabei war, am Kopf verschraubt und dann mit 28 Newtonmetern festgezogen.
So, nun kann endlich das Nockenwellenrad aufgesetzt werden. Dafür sehr vorsichtig die Kette hier einmal lösen von eurem Expander oder was auch immer ihr dafür nehmen könnt. Und ich stehe jetzt hier ein bisschen auf der falschen Seite, denn die Markierung ist hier außen, hier an dieser Stelle und einmal hier an dieser Stelle. Und jetzt auf jeden Fall nochmal kontrollieren, ob diese Markierung und die Markierung unten übereinstimmen. So, und wenn die Schraube hier handfest drauf sitzt, kann hier auch der Gegenhalter einmal drauf geschoben werden. Jetzt können wir hier mit 102 Newtonmetern einmal diese Schraube fixieren. So, das ist eine 18er Nuss hier an der Stelle. Weiter geht's mit dem Kettenspanner. Und das hier ist diese Verschlussschraube, die wird mit 63 Newtonmetern angezogen. Der Kettenspanner ist hier jetzt in der eingefahrenen Position. Falls er das bei euch nicht ist, könnt ihr den Kettenspanner so lösen, auf eine Unterlage aufsetzen und runterdrücken, so lange bis er dann irgendwann einrastet. Nicht weiter drücken, weil dann kommt er direkt wieder raus. Es gibt eine Stelle, an der rastet er ein und bleibt er auch drin. Sobald er hier wieder fester gedrückt wird, kommt der Kettenspanner raus. Genau das machen wir uns dann auch gleich zunutze, um ihn zu aktivieren. So, jetzt kommen wir zum Aktivieren des Kettenspanners. Dafür nehme ich ein Stück Flachstahl, das ich noch rumliegen hatte, und drücke hier gegen die Schiene. Wenn ich jetzt hier fest genug gegen die Schiene drücke, wird der Kettenspanner einmal noch weiter komprimiert und somit dann auch gelöst, sodass er ausfährt. So, schon passiert, braucht gar nicht sehr viel Kraft und der Kettenspanner ist jetzt ausgefahren. Einmal zur Prüfung an die Spannschiene rangehen. Die ist fest, der Kettenspanner fährt aus, wie man sieht. So. Der Kettenspanner ist jetzt noch nicht geölt, der wird dann später unter Öldruck noch stehen und dann eben auch von alleine hier die Kettenspannung halten. Wie man sieht, jetzt musste ich die Schiene einmal kurz bewegen und dann kam der Kettenspanner auch raus. So, den Einbau dieses Kettendeckels werde ich jetzt nicht direkt am Fahrzeug zeigen, dafür ist einfach viel zu wenig Platz. Das Wichtigste, was ihr wissen müsst, ist die lange Schraube hier, die hat auch eine kleine Dichtung hier oben drin, die bitte kontrollieren, andernfalls austauschen. Die kommt hier auf jeden Fall in die Mitte. Dann haben wir hier oben eine Torx-Schraube, die wird hier oben eingesetzt. Hier unten ist eine Torx-Linsenkopfschraube. Das ist die einzige, die nicht mit 12 Newtonmetern festgezogen wird. Alles andere wird mit 12 Newtonmetern festgezogen. Diese hier mit 18 Newtonmetern. Die Reihenfolge, wie wir diese Schrauben dann, wenn der Deckel drauf ist, wieder anziehen, ist wie folgt. Hier oben die 1, hier unten die 2, die 3, dann die 4 gegenüber, die 5 sitzt hier, die 6 an dieser gegenüberliegenden Stelle, die 7 hier unten, die 8 hier neben dran, 9, 10 und danach die 18 Newtonmetern, die 11. So, und das habe ich natürlich nicht auswendig gekannt, das habe ich hier abgeschaut. Das ist übrigens das Newtis. Das ist im Internet frei verfügbar, da kriegt ihr auch viele Informationen. Ja, nur noch eins, bevor ihr das jetzt einbaut, hier oben in dieses Loch am besten noch ein paar Spritzer Öl reingeben, damit hier eben schon direkt in der Pumpe das Öl drin ist und die Pumpe direkt ihren Dienst tun kann, wenn wir dann das erste Mal das Fahrzeug wieder starten. Und die zweite Sache ist, hier die Ölpumpe hat zwei abgeflachte Seiten. Ich habe die jetzt oben und unten positioniert. Da bitte einfach drauf achten, wie steht eure Kurbelwelle gerade, wo sind die abgeflachten Stellen. Hier an meiner Kurbelwelle, bei euch wird es wahrscheinlich ganz genauso sein, in dieser Stellung wird oben und unten das abgeflachte Stück sein. Und deswegen wird diese Ölpumpe dann an dieser Stelle einfach schon mal so reingedreht, damit wir sie dann letzten Endes nur noch aufstecken müssen. So, hier ist einmal der Deckel wieder aufgesetzt, alles nach Drehmoment festgezogen. Hier ist jetzt der neue Wellendichtring schon auf der Kurbelwelle aufgesetzt. Um ihn hier reinzutreiben in seinen Sitz, in diesem Kastendeckel, nehme ich einfach den alten Wellenring, setze ihn an und werde ihn einfach gleichmäßig außenrum
Festklopfen. Damit treibe ich den neuen Wellendichtring in seinen Sitz, ohne ihn zu beschädigen. So, als nächstes habe ich hier schon den Schwingungsdämpfer einmal aufgesetzt auf die Kurbelwelle. Dieses Einpresswerkzeug habe ich jetzt schon mal reingeschraubt, muss jetzt letzten Endes nur noch angezogen werden. Dann presst sich dieser Schwingungsdämpfer hier einmal auf die Kurbelwelle. Dieses Einpresswerkzeug ist ebenfalls enthalten in dem Set zum Wechsel der Steuerkette. So, der Schwingungsdämpfer ist jetzt aufgesetzt bzw. das Riemenrad. Frische Schraubensicherung ist hier auch schon drauf auf der Schraube und jetzt kann die Schraube eingesetzt werden. Sie wird übrigens mit 115 Newtonmeter jetzt festgezogen. So, bevor der Riemenspanner jetzt reinkommt, habe ich ihn schon mal vorgespannt. Lässt sich ganz gut machen mit einer Ratsche hier ansetzen, das Ganze vorher einspannen und dann hier an dieser Stelle mit einer entsprechenden, ich würde sagen, das ist eine M5er-Schraube, sichern. Ja, ich bin jetzt ein bisschen gesprungen. Der Riemen ist jetzt schon mal drin. Hier oben den Riemenspanner habe ich dann auch schon entspannt. Wie gesagt, hier oben mit der Ratsche reingehen, das Ganze nochmal nach oben spannen und die Schraube rausnehmen. Ja, im Prinzip ist jetzt auch alles andere nur in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenstecken. Ich werde als nächstes hier diese beiden Abdeckschrauben draufsetzen, den Nockenwellensensor einsetzen und dann geht's an den Ventildeckel bzw. die Zylinderkopfhaube. Ja, die zwei Abdeckschrauben bekommen jetzt auch noch zwei neue Dichtungen. Die sind in diesem Set mit dabei gewesen. Und falls es euch interessiert, die Größe von diesem Imbus ist ein HW10, also ein 10 mm Imbus. Diese Schrauben werden dann mit 18 Newtonmeter wieder festgeschraubt. So, und auch für den Nockenwellensensor gab es eine neue Dichtung. Das hier ist jetzt die alte. Übrigens, Dichtungen lassen sich ganz einfach mit so einem Werkzeug runternehmen. So, wir kommen jetzt endlich zur Zylinderkopfhaube. Hier für die Zündkerzenlöcher sind in unserem Set auch die entsprechenden vier Dichtungen dabei. Die alten Dichtungen sitzen hier relativ gut drin. Die kann man dann von oben jetzt rausnehmen. Am besten dann mit einem Durchschlag oder mit irgendetwas anderem ähnlichem hier einmal die Dichtung nach unten durchhauen. Die neuen Dichtungen werden dann hier aufgelegt und mit abwechselnden Schlägen vorsichtig reingetrieben. Und jetzt kann die hier umlaufende Zylinderkopf-Haubendichtung einmal eingesetzt werden. So, jetzt ist die Zylinderkopfhaube fertig für den Einbau. So, ab jetzt werde ich noch einen größeren Sprung machen. Ich glaube, wenn ihr bis hierhin gekommen seid, dann könnt ihr alles auch wieder von alleine zusammenstecken. Und wir sehen uns dann gleich wieder zum Probelauf. So, da ist jetzt einiges passiert. Es ist letzten Endes alles hier zumindest am Motor wieder zusammengebaut. Der Batteriekasten ist drin, der Luftfilterkasten ist drin mit neuem Luftfilter. Die Batterie ist montiert, die Abdeckung ist noch nicht drauf, da ich über Nacht einfach mal die Pole abgelassen habe zur Sicherheit. Jetzt habe ich hier das Kühlwasser aufgefüllt und ich habe auch schon einen Motorölwechsel gemacht. Als nächstes kann ich also einmal Probe starten. Nicht wundern, hier drüben ist noch alles zerlegt. Da muss ich nämlich noch die Achsmanschette getriebeseitig wechseln. Das werde ich dann später machen. Jetzt ist es also soweit. Jetzt mache ich den Probestart. Nicht wundern übrigens, vorne ist die Stoßstange noch nicht drauf und da ist das kleine Thermometer montiert. Das ist nicht eingesteckt. Ja, ich würde sagen, die Operation war überaus erfolgreich. Der Wagen läuft jetzt wieder ohne Fehlercodes. Aus dem defekten Ventil mache ich mir vielleicht Schlüsselanhänger oder irgendwas, keine Ahnung. Nachdem jetzt das Kühlmittel einmal komplett draußen war, muss ich natürlich nochmal ein, zwei Warmlaufzyklen abwarten, immer wieder kontrollieren und dann nachfüllen, hinten im Überlaufbehälter. Ansonsten Ölstand kontrollieren,
versteht sich von selbst. Und einfach gucken, alles was offen war, könnte ja auch nochmal lecken. Das heißt, immer mal wieder drunter gucken, von oben gucken, ob wirklich alle Schellen richtig drauf sind, ob alle Schläuche dicht sind, ob irgendwo Öl rauskommt. Da war jetzt einiges ab, deswegen immer wieder kontrollieren, so zumindest nach den ersten zwei Fahrten. Ja, das war jetzt ein relativ langes Video, doch ein bisschen länger als ich dachte. Ich bin gespannt, wie lange es wird, wenn es dann geschnitten ist. Ich versuche, ihr habt es ja schon gesehen, einiges auch zu beschleunigen und nur die wichtigsten Dinge zu erklären. Ich hoffe, das Ganze hat euch jetzt Mut gemacht, so eine Operation auch bei eurem Mini durchzuführen. Zumindest die Zylinderkopfdichtung sollte man relativ einfach tauschen können. Dann die Ventile tauschen und die Schaftdichtungen tauschen. Ist jetzt auch kein Hexenwerk, man muss halt nur gescheit noch einschleifen. Die Steuerkette, keine Ahnung, ob ich das wieder machen würde, nicht bei der Laufleistung. Wenn der Wagen eine höhere Laufleistung hat, würde ich es auf jeden Fall wieder machen. Hier hat es jetzt einfach tierisch viel Arbeit gemacht und die ganze Sache ziemlich hinausgezögert. Ich werde jetzt als nächstes noch diese Achsmanschetten da unten tauschen. Das mache ich aber einfach mal komplett alleine, ohne Kamera, damit ich irgendwie vorankomme. Ich würde nämlich gerne den Wagen so schnell wie möglich zulassen und dann auch mal richtig Probe fahren. Momentan hat er eben eine abgelaufene Hauptuntersuchung. So wie ich ihn gekauft habe mit diesem Motorschaden, ist er eben jetzt gerade nicht bewegbar. Ja, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dann gebt mir doch gerne einen Daumen. Ansonsten, wenn ihr weitere Videos sehen wollt vom Mini, da werde ich bestimmt auch nochmal was machen mit, dann auf jeden Fall abonnieren. Ich habe auch andere interessante Projekte. Jetzt geht es vor allem erstmal weiter mit dem Scrambler. Falls ihr den vermisst habt, der kommt jetzt als nächstes, sobald dieser Mini hier draußen ist. Also, viel Spaß euch beim Schrauben und ich würde sagen, wir sehen uns. Bleibt motorkrank!